In diesem Tutorial wollen wir vermitteln, wie die Quellen des Multi-User-Systems optimal auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Bei den Quellen unterscheiden wir zwischen den Quellen, welche auf dem Server des Multi-User-Systems installiert sind, wie Internetradio oder Audioserver, sowie den Quellen, die durch die Audioeingänge des Verstärkers zur Verfügung gestellt werden. Um die Quellen zu konfigurieren, klicken Sie auf die graue Zeile Source. Die folgende Liste zeigt die Quellen von den Verstärkern und die Quellen, die sich auf dem Server befinden. Auf den ersten Blick sind diese Quellen kaum zu unterscheiden. Einzige Unterscheidungsmöglichkeit sind die Identifier. Die Audioeingänge haben einen Identifier, in der die mittleren 12 Zeichen nur einmal in der Liste erscheinen, während die Quellen vom Server immer den gleichen Identifier in der Mitte aufweisen. Die Vergabe der Namen, der Rechte und des Alias erfolgt analog zu den Beschreibungen aus den vorangegangenen Tutorials. Wir nennen die erste Quelle Musik Wohnzimmer, die zweite entsprechend Musik Esszimmer. Beim Server unterscheiden wir zwischen Peters Musik und Sarahs Musik. Nun wenden wir uns den Rechten zu. Sowohl die Musik aus dem Wohnzimmer als auch aus dem Esszimmer soll für Peter und Sarah zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass wir die Gruppen 3 bis 10 deaktivieren können, aber 1 für Peter und 2 für Sarah bestehen lassen. Um jedem Anwender seinen eigenen Stream zuzuweisen, ist es sinnvoll, dies über die Rechtegruppen zu machen. 1 für Peter und 2 für Sarah. Nach einigen Änderungen empfiehlt es sich immer, diese auf dem Server zu speichern. Im nächsten Schritt vergeben wir den Alias. Den vom Wohnzimmer beginnen wir mit S wie Source und greifen dann die Abkürzung vom Raum wieder auf, damit wir eine leichte Zuordnung zwischen Raum und Quellen vornehmen können. Das gleiche machen wir auch bei den Streams vom Server und bezeichnen diese als S.Peter sowie S.Sarah. Auch hier speichere ich kurz wieder zwischen. Wenn Sie nun auf den Pfeil nach rechts bei einem I/O-Modul klicken, sehen Sie 4 weitere Optionen. Die Option Local Flag ermöglicht, dass unabhängig von den Rechten die Quellen dieses Raumes nur dann gezeigt werden, wenn man sich auch in diesem Raum befindet. Die Werkseinstellung No zeigt die Quellen jedoch raumübergreifend. Mit dieser Option können Fehlbedienungen aus anderen Räumen bei Quellen wie einem Fernseher verhindert werden oder auch in öffentlichen Räumen wie in Hotels das Bedienverhalten optimiert werden. Des Weiteren können Sie die 3 lokalen Eingänge eines Verstärkers konfigurieren, sofern der Verstärker über das I/O-Modul verfügt. Alle 3 Eingänge arbeiten absolut nach dem gleichen Prinzip, weshalb an dieser Stelle nur der analoge Eingang erklärt wird. Klicken Sie auf die graue Zeile Analog Input. Dort finden Sie 5 Einstellungsmöglichkeiten. Den Begriff, den Sie hinter dem Namen eingeben, erscheint später in der App. In unserem Beispiel nennen wir den Eingang TV. Mit der Option Enable können Sie die Sichtbarkeit des Einganges in einer App steuern. So können beispielsweise Eingänge, die nicht verwendet werden, ausgeblendet werden, um eine bessere Übersichtlichkeit in der App zu erhalten. Da wir unsere Quelle nutzen wollen, lassen wir die Einstellung auf Yes. Nicht alle Quellen spielen mit dem gleichen Pegel. Mit der Option Gain können Sie den Pegel der zuspielenden Quellen anheben oder auch reduzieren. Ein positiver Wert erhöht den Pegel, während ein negativer Wert den Pegel entsprechend reduziert. Die Werte sollten plus minus 6 dB nicht überschreiten. Innerhalb des Revox Multi-User-Systems können Sie auch Drittprodukte anderer Anbieter steuerungstechnisch integrieren. Dies geschieht über Treiber, die in der Revox-Welt Proxy genannt werden. Hinter dem Menüpunkt Link to Proxy können Sie den Alias des entsprechenden Proxys eintragen.
so dass beim Spielen dieser Quelle Befehle wie Next und Previous auch an diese Quelle weitergeleitet werden können. Stellen Sie sich diesen Menüpunkt vor wie ein Routing auf den Treiber. Die werkseitige Einstellung @proxy.1 leitet automatisch an den ersten Proxy-Dienst dieses Verstärkers weiter. Bei Koaxial wird dann an den zweiten und bei Optical an den dritten Proxy des Verstärkers weitergeleitet. Damit in der App für das Multi-User-System eine zur Quelle passende Kachel angezeigt wird, können Sie unter Cover eine Kachel auswählen. Da wir uns oben für ein TV-Gerät entschieden haben, wählen wir hier auch die entsprechende TV-Kachel aus. Am Ende unserer Einstellungen betätigen wir natürlich wieder den Upload-Button, um unsere Änderungen auf dem VoxNet-Server zu speichern.